Schulterbeweglichkeitsübung, auch ein bisschen für die Stabilität und für Zusammenarbeit Schulter und Schulterblatt. Nehmt ihr ein Terraband, haltet es die ganze Zeit in der Spannung. Je mehr Spannung, also je enger ihr greift, desto schwerer wird es. Arbeitet jetzt mit den Schultern so weit nach hinten, wie es geht und zieht das jetzt nach unten. Ihr seid immer am Bewegungslimit hinten von den Schultern. Also so weit hinten, wie es geht, langsam nach unten ziehen, Minimum 5 Sekunden. Langsam nach unten ziehen, zügig wieder hochgehen. Langsam arbeiten, maximal nach hinten arbeiten.